Ja, wir sagen erstmal herzlich willkommen, oder Klaus? Also herzlich willkommen an euch alle. Wir haben heute knapp 50 Vereine und Initiativen hier auf dem Elvisplatz. Das ist ein neuer Rekord, ne? Also eine Steigerung um, Bärbel, jetzt ist dein rechnerisches Talent gefragt, Steigerung um wie viel Prozent? Mathe-Leistung 6, ja, ist okay. Also, es sind fast 50 Vereine, Initiativen hier aus Friedberg. Ich finde es einfach toll. Ich habe Gänsehaut, wenn ich das nur so überblicken kann. Das geht ja da hinten auch noch weiter. Und ich glaube, wir starten jetzt einfach mal. Ja, ich würde sagen, wir holen einfach mal unsere Leute mit auf die Bühne, soll die das Ganze stehen? Hier organisiert haben. Kommt mal mit hoch. Wir machen ja heute nur so ein bisschen die verbale Unterhaltung. Ach, und, Klaus, weißt du, was wir vergessen haben? Nee. Das ist übrigens der Klaus, wollte ich nur sagen. Klaus Schumacher von Mensch, mach mit. Das ist die Barbara, die Bärbel, Bärbel, ja. König Guber von der Ehrenamtsagentur in Friedberg. Danke. Ja, hier vorne steht die Rita Thiemann von der Ehrenamtsagentur. Und gleich daneben, oh ja, danke. Bitte gerne. Sah ich wieder unordentlich aus. Ah. Und gleich daneben Matthias Guber, ebenfalls Ehrenamtsagentur Friedberg. Ja, ich mach mal hier weiter. Die Nadine Zilk von der Ehrenamtsagentur Friedberg. Gut, dann nehmen wir jetzt mal einen anderen Verein. dann haben wir unseren Moritz hier von der DLRG. Moritz Navrat, um der Vollständigkeit halber, wenn wir schon mit Vor- und Zunahmen arbeiten, ne? Ja, dann habe ich hier den Klaus Häuser von der TG Friedberg. Noch ein Klaus, spricht für Qualität. So, und da haben wir hier nochmal jetzt von der Ehrenamtsagentur Kurt Kretschmer. Ja, und noch jemand von der TG Friedberg, der Steffen Rosenschon. Also ich würde sagen, wenn wir uns hier so angucken, wir Kasperle, wir haben das alles organisiert mit Hilfe von jedem Verein und mit euch natürlich. Ich wünsche mir einen wunderschönen Tag, einen sonnigen Tag, den kriegen wir bestimmt und es kann nur noch besser werden. Super! Dann fangen wir an, direkt mit dem Programm. So, du wolltest dich noch bei jemandem bedanken. Ah ja. Echt? Oh Mann. Also es gibt natürlich die Leute, die hier oben stehen, ganz klar, aber ja, das ist das Orga-Team, das hier versucht hat, irgendwie halbwegs vernünftig auf die Beine zu stellen. Ich hoffe, es ist uns einigermaßen gut gelungen. Aber es gibt natürlich auch noch Unterstützer im Hintergrund, ohne die es nicht geht. Unter anderem, wir stehen hier auf einer Bühne, die zum Beispiel von der Stadt Friedberg ist. Aber die Stadt Friedberg hat natürlich auch noch einiges andere hier gewuppt, inklusive des Bauhofs, die heute Morgen am Sonntag hier die Bühne erstmal platziert haben, am Freitag schon die ganzen Bänke, die sonst hier festmontiert sind, abgeschraubt haben und weggestellt haben und so weiter. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür an den Bauhof und die Stadtverwaltung, wo auch ganz viele Ansprechpartner uns hier unterstützt haben. Vielen, vielen Dank. Ja, ein großes Dankeschön geht auch an Demokratie Leben. Wir haben eine Unterstützung bekommen von Demokratie Leben, deswegen hört ihr uns so gut. Vielen, vielen Dank. Demokratie Leben ist ein Bundesförderprogramm, vielleicht auch für den einen oder anderen Verein hier interessant. Ein Bundesförderprogramm, mit dem man sich durchaus mal auseinandersetzen kann. Hier geht es um Demokratiestärkung und Aktionen gegen Extremismus in jeglicher Form und so weiter. Also wenn ihr als Verein oder Initiative in der Richtung mal was plant, was machen wollt und vielleicht noch den ein oder anderen Euro zur Unterstützung benötigt oder vielleicht Kontakte benötigt etc., dann gerne zu Demokratie Leben kommen. Die sitzen im Wetteraukreis und unterstützen dann gerne und sind auch beratend für euch da. Ja, als nächstes natürlich der Dank an euch alle, an alle teilnehmenden Initiativen, Vereine, ihr tragt es hier mit. Ihr seid zu den Vorbereitungstreffen gekommen. Ihr habt mehr oder weniger pünktlich alles abgeliefert. Ihr seid einfach, aber super. Einfach super. Vielen Dank. Euer Applaus für euch.
Ja, wir haben einen Getränkewagen von der Firma Umsonst und die Metzgerei Engel unterstützt uns mit dem Gekochten. Also heute Mittag, die Mittagspause ist gerettet. Klaus, was ein Glück. Was ein Glück. Bisschen Stärkung brauche ich dann auch. Wobei heute Mittag, das wird dann wahrscheinlich das Frühstück sein. Ja, aber egal. Egal, ja, ich falle ja nicht vom Hungertuch, wie ihr seht. Und als ja, großen Dank, der bis das Mittagessen und das Abendessen kommt, haben wir ja Kuchen, Kaffee und Kuchen. Das, die Kuchenspenden sind von den Vereinen, also vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr schön. Ohne das geht's nicht. Und wir haben natürlich noch im Vorfeld viele gehabt, die Flyer verteilt haben, Plakate aufgehängt haben in ihren Organisationen oder in irgendwelchen Einzelhandelsgeschäften Sachen verteilt haben, damit die Werbung auch funktioniert, damit heute möglichst viele Menschen hierher kommen, um euch als Verein oder Initiative kennenzulernen und vielleicht bei euch mitzumachen, euch zu unterstützen in jeglicher Form. Vielen Dank auch an diese.